Der Hockenheimring, die letzte Ausfahrt in dieser IDM-Saison 2011. Und wir wollen uns jetzt mit der IDM 125 beschäftigen. Also auch dort mit der Titelentscheidung zwischen Jack Miller und Luca Amato. Denn die beiden kämpfen ja noch um den Gesamtsieg 2011. Also der Hockenheimring, das ist die Saisonstation Nummer 8. Damit auch die letzte. Hier nochmal die Videoübersicht. Beide Superbike-Läufe hätten wir gern gezeigt. Es gibt nur einen. Dann die IDM Supersport 125er Seitenwagen Yamaha R6 Dunlop Cup und natürlich auch noch das obligatorische Meistervideo bzw. Saisonabschlussvideo. Jetzt allerdings der Blick auf die IDM 125 und rein in die Startaufstellung. Luca Amato, die Trainingsbestzeit, die 22, also ganz vorne 1:33.915 und damit 0,738 Sekunden gleich mal schneller als der zweite im Training, als der noch amtierende Meister, als Luca Grünwald. Also er wird seine Startnummer 1 auf jeden Fall mal verlieren. Ein Sieg in dieser Saison auf dem Schweizer Dreieck und diese 1, die will auch Jack Miller haben. Der Mann mit der 43 hat im Moment 13 Punkte Vorsprung noch vor Beginn dieses Rennens. Sie sehen es, er war in allen 7 Rennen mindestens mal Dritter gewesen. Michael Eckemeyer auf Position 4, also ebenfalls noch in Reihe 1, allerdings schon 0,907 Sekunden, Rückstand 1:34.822. Florian Alt, der Sieger vom Red Bull Ring, er musste die beiden ersten Saisonstationen auslassen und danach lief es aber eigentlich nicht so schlecht. Zwei Podestplätze stehen da schon zu Buche, also Florian Alt, die 66, auf Position 5. Dann haben wir auf der 6. Position, das ist ein sympathischer Schweizer, das ist Patrick Meile in diesem Jahr. Sie sehen es, nur an 2 Rennen teilgenommen, und zwar auf dem Sachsenring, da gab es einen Ausfall, und in Schleiz, da wurde er 8. Toni Finsterbusch wieder mit dabei, allerdings er schon wieder von einem heftigen Trainingssturz gebeutelt. Er auf Position 7 hier im Training. Und Sie sehen es ja, die letzten beiden Saisonstationen musste er verletzungsbedingt auslassen. Die 65, Philipp Oettel vom Team HP Moto auf der 8. Startposition, 1:35.464, auch nur 17 Runden im Training gefahren, also auch da lief es nicht optimal. Marvin Fritz, das Heimrennen für ihn, im letzten Jahr hat er hier gewonnen, 1:35.498, 1,583 Sekunden zurück, und der Niederländer Brian Schouten mit der 51 auf Startposition 10. 1:35.574 seine Zeit. Und dann haben wir auch noch Lukas Wimmer vom Freudenberg Racing Team, er auf Startposition 11 mit der 58. Sie sehen es, einmal bzw. zweimal hat es für die Top 10 in diesem Jahr gereicht, am Lausitzring und auch am Salzburgring. Und Alex Christiansson, er schließt dann noch Reihe 3 ab, ebenfalls vom Team HP Moto mit der 72 auf Position 12. Und damit kann es eigentlich schon fast reingehen in dieses letzte entscheidende Rennen der Saison 2011 in der 125er. Sie sehen es, nur 12 Runden sind angesetzt. Wir schauen nochmal auf die Startaufstellung. Luca Amato vorne vor Luca Grünwald, dann haben wir Jack Miller und Michael Eckemeyer ebenfalls noch in Reihe 1. Florian Alt in Reihe 2, genau wie Patrick Meile und Toni Finsterbusch und auch noch Philipp Oettel. Dann haben wir in Reihe 3 Marvin Fritz, Brian Schouten und Lukas Wimmer und abschließend noch Alex Christiansson. Also 12 Runden stehen hier auf dem Programm. Auch dieses Rennen wurde natürlich zusammengekürzt und deutlich nach hinten verschoben. Also das sollte ja noch vor der Mittagspause stattfinden. Letzten Endes war es dann schon fast am späten Nachmittag, so muss man das ja schon fast bezeichnen. Luca Amato erwischt den besten Start, kommt am besten weg. Florian Alt auf Position 2 und Jack Miller auf Position 3. Hier Ende der ersten Runde, dann Finsterbusch und dahinter, das müsste dann Philipp Oettel gewesen sein, auch Luca Grünwald noch in dieser Spitzengruppe, beziehungsweise eben noch relativ weit vorne mit vertreten. Rainer Scheidhauer mit der Startnummer 56, den haben wir hier im Bild hinter Tasia Rodding aus den Niederlanden unterwegs. Und wir schauen rein in Runde 2, da schon der Vorsprung von Luca Amato relativ groß, dann kommen hier die drei KTM hintereinander, also das sind Grünwald und eben auch Toni Finsterbusch ganz vorne. So, und Jack Miller hat sich schon mal auf Position 2 geschoben. Das ist ja nicht ganz uninteressant. Also wenn Luca Amato diese Performance vom Training hier wiederholen sollte im Rennen und das Rennen gewinnen sollte,
hätte er 25 Punkte auf der Habenseite. Er hat 13 Punkte Rückstand. Das heißt, Jack Miller muss mindestens mal Vierter werden, um hier am Ende Meister zu werden. Denn für den vierten Platz gibt es ja 13 Punkte. Das wären dann also 12 Punkte Unterschied. Sollte er mit einem Meister werden. Wird er allerdings Fünfter, dann gibt es nur 11 Punkte. Und dann hätte er am Ende einen Punkt Rückstand auf den Luca Amato. Also eine ganz spannende Sache. Vorne an der Spitze allerdings das gleiche Bild, außer dass Florian Alt wieder auf Position 2 gefahren ist. Hier haben wir Lukas Wimmer, Christiansson, dann haben wir Patrick Meile hinter Maximilian Eckner und dahinter dann auch noch Ernst Dubink. Wir schauen mal drauf, wie viele denn insgesamt hier gestartet sind. Also das waren 32 Motorräder, die hier am Start waren. Und dabei ja auch noch eine Dame, also 31 Herren. Eine Dame, die haben wir hier im Bild. Das ist also mit der Startnummer 24 Tasia Rodding. Also auch eigentlich ein Sprintrennen, wenn man so will. Und Luca Amato, der versuchte hier von vornherein genau das zu tun, was er auf jeden Fall eigentlich tun muss, nämlich gewinnen. Wir wissen ja, Jack Miller in dieser Saison bisher immer auf dem Siegerpodest am Ende. Und wenn das passiert, dann kann Luca Amato vorne machen, was er will. So, dann haben wir Oettel, Grünwald und Michael Eggemeier ist das. Und Florian Alt, der war deutlich zurückgefallen. Und wir haben hier in der vierten Runde, das müsste Niki Tuuli sein mit der Startnummer 18 aus Finnland, der sein Motorrad hier in der Sachskurve versenkte. Also das Aus für ihn. Und Daniel Kämmerling mit der 59 bereits in Runde 2 raus. Das sind die einzigen Ausfälle bisher, sollten allerdings noch 2 dazukommen. So, Jack Miller wieder auf Position 2. Brian Schouten hier am Ende dieser Gruppe hinter Marvin Fritz. Marvin Fritz hatte sich natürlich auch eine Menge vorgenommen hier fürs Heimrennen. Grünwald, Oettel, Eckelmeier, Alt, Fritz, Schouten. Dann haben wir Lukas Wimmer, Christiansson, Meile, Eckner, Ernst Dubink. Das ist die Reihenfolge und dahinter dann Ladislav Čmělík aus der Tschechischen Republik mit der Startnummer 13. Dieses schwarz leuchtend gelbe Motorrad. Auch er ja in dieser Saison ein regelmäßiger Punktekandidat. Jakub Jantulik, also was der in dieser Saison gemacht hat, das versteht auch keiner so richtig. Ich kann mich noch erinnern, der hat sogar schon mal ganz vorne angeschnuppert in der IDM. Also ich glaube am Sachsenring war das mal. Also der kann wesentlich mehr, als er in dieser Saison gezeigt hat. Luca Amato, er zeigt richtig viel. Aber ob das Ganze dann am Ende eben reicht, das werden wir sehen. Luca Grünwald jetzt zwischenzeitlich mal auf Position 2. Miller auf der dritten Position und damit immer noch voll im Soll. Das würde also reichen, würde ja für diesen dritten Platz 16 Punkte bekommen. Und das wären also nur 9 Punkte Unterschied. Insgesamt, ich hatte es ja schon mehrfach gesagt, sind es 13 Punkte, die Luca Amato in diesem Rennen gut machen muss. Wir haben Rennhalbzeit, also die 6. von 12 Runden ist für die Spitze hier schon absolviert. Das heißt, der Vorsprung von Luca Amato ist riesengroß. Da sollte, wenn er keine gröberen Fehler macht, eigentlich nichts mehr anbrennen. Aber eben was dahinter passiert in dieser großen Gruppe. Auf Sicherheit fahren, alles schön und gut für den Jack Miller, aber wenn man in so einer großen Gruppe ist, dann kann eben auch mal ganz schnell was schief gehen, wenn beispielsweise in irgendeiner Kurve irgendwer mal trieft. Also daher am besten vorne in dieser Gruppe fahren und versuchen, diese abzusetzen, aber das klappte nicht. Luca Grünwald auf Position 2, dann wie gesagt Jack Miller, Eckelmeier, Oettel, Alt, Fritz und Schouten, da hat sich nichts getan an der Reihenfolge und dann haben wir hier auch noch Lukas Wimmer und Patrick Meile sowie Alex Christiansson in dieser Dreiergruppe und ausgefallen zwischenzeitlich jetzt auch schon Toni Finsterbusch, also er in der 5. Runde das Rennen beendet, dann sollte nur noch, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, in Runde 11 Thomas van Leuven kommen mit der Startnummer 71 aus den Niederlanden. Hier haben wir die 97 mal im Bild gehabt und die 97, das ist Marcel Alves Rodriguez aus Offenbach ganz vorne an der Spitze, das unveränderte Bild, Luca Amato
ganz, ganz souverän. Also für ihn ging es jetzt eigentlich nur darum, hier keinen Fehler zu machen, auf jeden Fall mal diesen Sieg nach Hause zu bringen und dann ein bisschen hoffen, dass die Konkurrenz hier voll dagegen hält gegen Jack Miller. Weil eine andere Chance hat Amato hier nicht. Sein Tagessoll, das scheint er zu erfüllen. Aber ob das Ganze dann eben reicht, das werden wir dann erst am Ende der 12. Runde sehen. Auf jeden Fall mal Jack Miller. So sicher darf er sich nicht sein, denn er ist da in dieser großen Gruppe drin mit Oettel, mit Grünwald, mit Alt und Eckelmeier. Auch Schauten und Fritz noch in Reichweite. Wie gesagt, auch Luca Grünwald im Moment mal auf Position 2 da richtig gut unterwegs. Der ja mit der KTM irgendwie nicht so richtig klar kam in diesem Jahr. Also im Vergleich mit dem letzten Jahr doch eine etwas schwächere Saison für ihn. Hatte nur einen Ausfall, aber ansonsten haben eben die Ergebnisse nicht wirklich gestimmt, um ganz vorne anzugreifen. Also der Titel in diesem Jahr geht auf jeden Fall mal an eine Aprilia vom RCT Racing Team, aber welche, das ist noch die große Frage. Jetzt Jack Miller auf Position 4 zurückgefallen, Florian Alt direkt dahinter. Also jetzt wird es dann doch nochmal eng und Luca Grünwald plötzlich ganz, ganz weit zurückgefallen. Also der ist mittlerweile hier ja, auf Position 9 müsste das sein im Moment zurückgefallen. Hier haben wir Lukas Wimmer. Also auch für ihn ein schwieriges Jahr nach dem Umstieg vom ADAC Junior Cup, den er ja so dominiert hat im letzten Jahr, beziehungsweise wo er so gut unterwegs war und am Ende den Titel holen konnte. Wir schauen wieder auf die Verfolgergruppe hier in der 10. von insgesamt 12 Runden. Also immer noch Jack Miller auf der 4. Position. Das ist ja die Position, die gerade so noch reichen würde. Oettel auf 2, Eckelmeier, Miller, Alt, Fritz. Dann haben wir Breinschauten, den Niederländer. Also für Jack Miller. Noch weiter nach hinten darf es nicht gehen. Den 5. Platz. Das wäre für ihn sicherlich eine Katastrophe. Und dann wäre der Titel futsch bei Punktgleichheit. Also wenn das hier irgendwie punktgleich ausgegangen wäre, dann wäre Luca Amato Meister. Denn er hat deutlich mehr Sieger auf dem Konto. Wir hatten es ja vorhin in der Grafik gesehen. Also da hätte Luca Amato die Nase vorn. Aber das würde beispielsweise nur gehen, Jack Miller fällt aus und Luca Amato wird Vierter. Aber davon sind wir meilenweit entfernt. Viel, viel mehr sieht es danach aus, dass Luca Amato dieses Rennen hier deutlich gewinnt und dann eben einfach mal schauen muss, wo denn Jack Miller ins Ziel kommt. Also in seinen Händen liegt hier nur noch bedingt. Marvin Fritz hinter Breinschauten jetzt zurückgefallen. Da auch schon eine große Lücke zur Gruppe davor mit Oettel, Eckelmeier, Miller und Alt. Also da musste man auch abreißen lassen. Und die Spitze ja schon in der letzten Runde in dieser IDM-Saison. Die 21 hatten wir gesehen, Jerry van de Bund, genau wie Scott Deru mit der 96. Und das ist Rainer Scheidhauer. Und wir warten jetzt auf die Spitze, wir warten auf Luca Amato und dann auf die Meisterschaftsentscheidung. Also Amato schon im Motodrom. Der Vorsprung bei ungefähr 3,5 Sekunden. Das hat er relativ frühzeitig hier alles klar gemacht. Wird dieses Rennen gewinnen, denn da passiert jetzt absolut nichts mehr. Er trägt das Motorrad vorsichtig durch die Gegend und Jack Miller auf Position 4. Aber Florian Alt noch ganz, ganz dicht dran. Aber er wird es nicht mehr schaffen, vorbeizugehen. Und deshalb wird Jack Miller hier am Ende vom RCT Racing Team Vierter und holt damit den Titel im Jahr 2011. Ladislav Schmelig vor Maximilian Eckner, der da nochmal vorbeigeschaut hatte, aber eben auch nur vorbeigeschaut hatte. Vorbeigekommen ist er nicht. Und deshalb wird die Reihenfolge auch so, die Plätze 11 und 12. Und hier haben wir Lukas Wimmer, der ja, hier gemütlich ausrollen lässt in der letzten Runde. Da passiert nach hinten hin nichts mehr, da geht nach vorne hin nichts mehr.
Aber viel, viel wichtiger ist, dass Jack Miller den Titel hier perfekt gemacht hat in Hockenheim. Es ist zwar das erste und einzige Rennen in dieser Saison, bei dem er nicht auf dem Siegerpodest steht, aber ihm wird es herzlich egal sein, denn er ist mit diesem vierten Rang trotzdem Meister 2011. Hier haben wir die beiden. Luca Amato wird Vizemeister, gewinnt das Rennen. Glückwunsch an ihn, auch eine richtig starke Saison gefahren. Aber Jack Miller, da war die Konstanz am Ende knapp entscheidend. Einen Punkt am Ende Vorsprung auf seinen Teamkollegen. Und wir schauen aufs Gesamtergebnis hier bei diesem Rennen. Luca Amato, dann Philipp Oettel auf 2, Eckemeyer auf 3, dann Miller 4, Florian Alt, Schauten, Fritz, Patrick Meile wird wieder 8er, Luca Grünwald auf der 9, Christiansson, Schmelig, Eckner, Dubing, Deru und Jerry van de Bund. Also es wird niederländisch gesprochen, 4 Niederländer in den Top 15. So, was gibt's jetzt für eine Aktion von Jack Miller? Er schaut mal in Richtung Tribüne. Und hier haben wir den Sieger des Rennens und Vizemeister des Jahres 2011. Und hier gibt's noch Geschenke für die Fans. Jack Miller, der Australier, der ja im kommenden Jahr in der WM, in der 125er WM, beziehungsweise in der jetzigen, im Moment ist es ja noch die 125er WM, unterwegs sein wird. Wird ja auch noch in dieser Saison dort zum Einsatz kommen und dann im nächsten Jahr, also auch im Grand Prix Zirkus, werden wir ihn wiedersehen, dann an anderer Stelle. So, und dann wollte er eigentlich zurück und irgendwie bezeichnend, sein Motorrad hat er schon am Samstag im Qualifying, im ersten Qualifying gestreikt gehabt und jetzt will es auch nicht mehr, aber wie gesagt, jetzt ist es dann auch egal. Er schiebt es halt irgendwie von der Strecke runter und läuft zur Siegerehrung, läuft dann letzten Endes zum Pokal abholen und zur Meisterehrung. Also da zeigt er auch an, es geht nichts mehr. Aber wie gesagt, aus Sicht von Luca Amato hätte das Ganze eher kommen müssen. Hier haben wir das Ergebnis also nochmal in der Übersicht. Jack Miller vorne, Luca Amato wird Vizemeister, Alex Christiansson wird Dritter. Luca Grünwald auf Position 5, Florian Alt 8er hinter Eckemeyer und Schauten. Dann Eckner, Finsterbusch, Fritz, Bimmer, Forstneusler, Schmelig und Danny Kuditsch auf der Freudenberg KTM auf Rang 15. Und hier haben wir den deutschen Meister und einer der ersten Gratulanten, das war ein anderer Australier, das war Damien Catlin.
Ja, das weiß ich nicht. Ich habe 4 Ballons und 3 Flaschen und eine war noch gar nicht da.